Hallo ihr Lieben, ich würde euch jetzt kurz etwas zu einer Entspannungsmethode zeigen, zu einer kleinen Art Meditation, die ihr jeden Tag machen könnt, einfach um wieder runterzukommen, um zu euch selbst zu finden, zu eurem inneren Ich. Und ich gebe dir jetzt ein paar Tipps. Also wortwörtlich gesagt, ich gebe dir jetzt den Schlüssel und du musst entscheiden, ob du ihn nutzt oder nicht. Wenn du ihn nutzt, würde ich mich natürlich darüber freuen, aber es ist deine Entscheidung, die du triffst, ob du diesen Schritt machen möchtest, dich zu entspannen mit ein paar kleinen Schritten und dir selbst in dein Wohlbefinden zu helfen. Wenn du es machen möchtest, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du dann einfach gleich mitmachst. Allgemein solltest du dir folgenden Leitsatz merken: Frieden, Kraft und hohes Bewusstsein bedeutet Freiheit. Ja? Wenn du im Frieden lebst, genug Kraft in dir hast, Lebenskraft, und dein Bewusstsein auch erweitert hast und nicht mit Scheuklappen durch die Welt läufst, dann hast du Freiheit erreicht. Nicht Freiheit im finanziellen Sinne, sondern Freiheit für die Entfaltung. Du kannst du selbst sein. Und das ist das, was wir durch regelmäßige Entspannungsübungen auch mit erreichen wollen. Ein Stück weit Freiheit. So, zum Einstieg würde ich jetzt mit euch eine ganz einfache Übung machen. Eine Übung, die ihr wirklich immer und überall machen könnt, ohne groß Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen. Ihr könnt euch aber auch jeden Abend einfach kurz zurückziehen und diese Übung für euch selber machen. Es gibt natürlich viele Öle, die ihr dafür nehmen könnt. Wenn ihr jetzt aber natürlich gestresst seid und wollt zu eurem Inneren wiederfinden, einfach nur runterfahren und danach wieder Energie zu haben und den Abend weiterzuführen, dann würde ich das jetzt einfach mit euch mal mit Peace and Calming machen, mit Ruhe und Frieden. Gebt euch ein, zwei Tropfen auf die Handfläche, aktiviert es mit drei rechtskreisenden Bewegungen und dann atmet es dreimal tief ein und aus. Achtet darauf, dass ihr jetzt in der folgenden Übung gerade, aber gleichzeitig entspannt sitzt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Mudren anwenden. Zum Beispiel Shiva Mudra könnt ihr anwenden. Das kennt jeder von euch. Das ist bekannt als das Zeichen Om. Ja? Jeder kennt das. Ihr nehmt den Daumen und den Zeigefinger zusammen. Damit könnt ihr euer drittes Auge öffnen. Wenn ihr möchtet, könntet ihr auch noch ein Öl hier auf das dritte Auge geben. Aber ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt euch auch einfach ganz entspannt hinsetzen und die Hände auf eure Oberschenkel legen. Und wenn ihr dann ganz entspannt da sitzt, dann senkt euren Kopf nach unten. Ihr könnt eure Augen schließen, ihr könnt sie halb geöffnet lassen, wie ihr wollt. Und konzentriert euch auf eure Atmung. Atmet ganz langsam und ruhig tief ein und aus. Macht diese Übung so 5 bis 10 Minuten, so lange, bis ihr merkt, dass ihr runtergefahren seid. Wenn ihr das regelmäßig macht, desto schneller fahrt ihr runter. Nehmt euch die Zeit, fahrt runter, achtet auf eure Atmung und lasst euch drauf ein. Ihr werdet sehen, wenn ihr das regelmäßig macht, dann wird es euch immer schneller und immer besser helfen, dass ihr runterfahren könnt. Und wenn ihr nach dieser Entspannung nicht sofort wieder da seid oder ihr das Gefühl habt, ihr seid irgendwie noch nicht so ganz wieder bei euch, dann ist das kein Problem. Dann führt von Anfang an in eure Entspannungsübung ein, dass ihr nach Beendigung einfach schnipst. Und wenn ihr schnipst, dann signalisiert ihr das als Rücknahme. Jetzt sind wir wieder im Hier und Jetzt, die Entspannung ist beendet und alles ist gut. Ich hoffe, die Entspannungsübung hat euch gefallen und ihr werdet sie in euren Alltag einbauen. Natürlich gibt es ganz viele tolle Öle, die ihr dafür verwenden könnt. Und nach werde ich euch ganz viele vorstellen, mit denen ihr das ganz toll machen könnt und mit denen ihr auch auf speziellere Sachen eingehen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da.
Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich sehr gerne an. Ich beantworte euch alle Fragen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Öl erhaltet oder ihr eine Probe haben möchtet, dann meldet euch bei mir. Ich schicke euch das gerne zu, die Probe. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag, ganz tolle Erlebnisse und bis zum nächsten Mal. Tschüss!